Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder herzlich willkommen, falls ihr neu seid. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr in diesem Video haben wollt. Ob ihr ein Talk and Style Video haben wollt oder Style and Talk Video oder wollt ihr lieber ein Tutorial. Die Abstimmung war relativ gleich, deswegen werde ich versuchen, eine Mischung aus beiden zu machen. Alle Produkte, die ich erwähne, sind in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch die nochmal anschauen wollt oder nachkaufen möchtet. Zu einigen habe ich auch einen Rabattcode, aber da steht dann alles nochmal extra drauf. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an, sonst bin ich wieder eine der Personen, die zu spät ist und alle verfluchen mich. Okay, also ich würde sagen, ich fange mit den Haaren dieses Mal an, einfach weil ich habe gemerkt, okay, ich habe gemerkt, dass wenn ich zuerst mich schminke, habe ich überhaupt keinen Bock auf meine Haare. Also ich mache dann meistens irgendwas, was heißt irgendwas, ich lasse die meistens sogar so. Und dann, es sieht dann einfach, wisst ihr, das sieht dann einfach nicht so komplett aus. Und deswegen will ich mich dran gewöhnen, meine Haare zuerst zu machen, damit ich das den nervigen Part schon weg habe und dann mich auf mein Make-up konzentrieren kann, weil mir einfach mich zu schminken einfach viel mehr Spaß macht, als meine Haare zu machen. Ich kriege bei meinen Haaren einfach Aggressionsprobleme. Ja, deswegen fange ich mit den Haaren an. Ich habe mich auch schon entschieden, was ich mit meinen Haaren machen werde. Okay, ich benutze als erstes ein Hitzeschutzspray, sehr wichtig. Ich benutze das Evital Dreamland Defeat the Heat Hitzeschutzspray. By the way, Haarroutine wird auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu ein Einzelvideo mache, also ein komplettes Video, oder ob ich das in einen Vlog integriere. Ich denke halt, ja, wenn ich es in einem ganzen Video mache, ist es ein bisschen langweilig, oder? Also schreibt mir gerne, wie ihr das möchtet. Wenn ich das in einem kompletten Video mache, dann ist es auf jeden Fall ausführlicher als in einem Vlog, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so krass so viel zu erzählen. Deswegen, ich denke, ein Vlog ist eigentlich besser. Ich benutze echt sehr selten eigentlich Styling-Tools, aber ich kann seit einigen Wochen nicht aufhören, das hier zu benutzen. Ich liebe es. Das ist ein Lockenstab mit einem dicken Aufsatz. Der kam in diese Verpackung und dort sind noch zwei weitere Aufsätze. Meistens ist es ja so, dass du einen Lockenstab kaufst und der hat halt nur einen Aufsatz. Aber ich finde so ein 3 in einem viel praktischer, wo du die Aufsätze tauschen kannst. Der Lockenstab ist von VKK Hair und es ist wirklich sehr einfach zu benutzen. Ihr habt ein Display und ihr wählt einfach aus, wie heiß er werden soll. Hier könnt ihr sehen, wie er sich gerade aufwärmt. Übrigens, ihr kriegt auch zwei Klammern mit der Bestellung. So, jetzt ist der auf 170 Grad und ich mache mir meistens, also ich mache mir wirklich sehr einfache Locken. Ich kann euch aber einen wirklich guten Tipp geben, wie eure Locken einen viel besseren Halt bekommen und wie sie einfach definierter aussehen. Und zwar, wenn ihr fertig seid, dann nehmt ihr das in eure Hand, so wie ich halt, so wie so ein Topf, und lässt dort die Haarsträhnen einfach abkühlen. Also ihr könnt dabei eure Hand ein bisschen bewegen, könnt aber auch so ein bisschen kneten. Solange die Haare noch heiß sind, solange könnt ihr die Haare noch formen. Und wenn sie halt abgekühlt sind, dann bleiben sie in ihrer Form. Wenn ihr das so macht wie ich, dann bleiben sie viel länger in der Form. Boah Leute, ich war einfach vor paar Tagen beim Sport. Mir sind einfach zwei Nägel abgebrochen. Ich habe diese eine Übung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ihr kennt sie bestimmt. Legen, sondern es ist so eine Maschine, wo ihr halt nur euren Oberkörper runter und hoch bewegt. Also euer Arsch ist halt beansprucht. Ihr müsst euren Oberkörper mit dem Arsch hochziehen. Ich habe halt eine Platte genommen mit 10 Kilo. Eigentlich nehme ich immer halt 5 Kilo. Und ich weiß nicht wie, aber in dem Moment ist sie mir so aus der Hand gerutscht. Das ging alles so schnell. Ich habe es gar nicht bemerkt. Und irgendwie so meine Nägel, keine Ahnung, ich bin halt echt voll der grobe Mensch. Also alles, was ich anpacke, ist richtig grob. Meine Mutter meinte auch immer, als ich klein war oder jünger war sogar, alles, was du anfängst, geht kaputt. Und das stimmt halt irgendwie immer noch. Ja, auf einmal, es ging so schnell, ich sehe so zwei Nägel auf dem Boden. Ich so, was zur Hölle ist passiert? Und ich gucke nur noch meinen Nagel. Der eine Nagel blutet so heftig. Erstmal natürlich umgucken, ob es jemand bemerkt hat. Und dann habe ich ja meinen Nagel, meinen Finger verarztet. Und es hat dann so weh getan. Ich war wirklich so, soll ich jetzt einfach aufhören mit dem Workout? Aber nein, nein, ich habe durchgezogen. Ich musste noch eine Übung machen und ich habe es geschafft. Und am Ende hatte ich zwar zwei kaputte Nägel und ein blutenden Finger, aber ich habe mein Workout
bis zum Ende durchgezogen. Genauso eine Disziplin braucht ihr halt auch, wenn ihr wirklich etwas erreichen wollt. Sonst hat das alles keinen Sinn, ne? Wenn ihr die ganze Zeit Ausreden sucht, nicht hinzugehen oder einfach sagt, ja, ich habe keine Zeit, sowas gibt es einfach nicht. Wenn jeder hat Zeit, wisst ihr, jeder, es kommt einfach nur darauf an, wie du deine Zeit priorisierst. Und wenn du ständig Ausreden findest, dann ist deine Prio auf jeden Fall nicht Sport, sondern was anderes. Ich sag immer, Disziplin ist viel wichtiger als Motivation, weil Motivation entfällt. Leute, ich kenne mich doch. Wann habe ich denn mit dem Sport angefangen? Dieses Jahr noch. Wie habe ich abgenommen? Ohne Sport. Ja, weil ich gar keinen Bock auf Sport hatte. So wirklich null. Ich war so, Alter, nee. Ich werde es ohne Sport schaffen, abzunehmen. Ich habe es geschafft, aber dann... Also mir war klar, dass durch Sport und durch Ernährungsumstellung dein Körper sich noch krasser verändern wird oder könnte. Aber ich hatte einfach keinen Bock auf Sport. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, mein Körper hat keinen Bock mehr, sich zu verändern. Wirklich, ich habe einfach ein Plateau erreicht. Genau, das habe ich halt gemerkt und dann war ich so, okay, es wird Zeit für fucking Sport, Alter. Okay, die oberste Partie lasse ich erstmal aus. Okay, die unteren Haare habe ich jetzt alle schön gelockt. Jetzt nur noch die Front Pieces. Und ja, dazu, wie gesagt, werde ich den Aufsatz wechseln. Der ist noch todesheiß, also. Ihr kriegt aber auch einen Handschuh, also so, also wenn ihr so wie ich den Aufsatz mittendrin wechseln wollt, obwohl es totenheiß ist, dann ja, einfach den Handschuh benutzen. Jetzt benutze ich die mittlere Größe und ich zeige euch mal, wie ich den aufsetze. Einfach eindrehen, reindrücken und hier ist dann ein Schloss. Das Schloss dann auf zudrehen und et voilà, der neue Aufsatz ist dran. Dann nehme ich mir wieder eine Haarsträhne und gehe aber dieses Mal sehr viel enger an die Kopfhaut, damit oben mehr Volumen ist. Deswegen habe ich auch einen kleineren Aufsatz genommen, weil durch den kleineren Aufsatz kommt die halt besser an die Kopfhaut ran. Das sieht wirklich so gut aus, weil einfach nicht alles gleich ist und dadurch sehen die Haare ja gestuft aus, und ohne dass ich einen Stufenschnitt drin habe. Also ich habe gar keinen Stufenschnitt in meinen längeren Haaren, nur vorne habe ich Curtain Bangs. Ich kann einfach nicht mit gebrochenen Nägeln rumlaufen. Es sieht einfach, wisst ihr, ich hatte halt wirklich mega lange Nägel und es sieht einfach zu bescheuert aus, wenn zwei einfach ab sind und die anderen sind noch voll lang. Da habe ich mich dazu entschieden, alle abzumachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser aussieht, aber ich habe eh nächste Woche einen Termin. So, jetzt nur noch die Front Pieces. Ich habe die übrigens gestern neu geschnitten. Ich gehe nie wirklich, also ich gehe meistens nicht ganz an den Ansatz, sondern eher ja, so mäßig. Das ist eigentlich... So werden die bei mir meistens schön und mache genau dasselbe erstmal abkühlen lassen in der Hand. Dann am Ende, wenn ich dann fertig bin, oh Leute, ich liebe es, gehe ich mit meinen Fingern durch die Haare. Wenn ihr noch Trockenshampoo habt, dann könnt ihr das super als Volumenspray benutzen. Ich habe leider gerade keins hier, aber wenn, dann würde ich das schön hier reinsprühen, damit der Ansatz mehr Volumen hat. Bestes Haarspray ever. Also meine Haare haben wirklich noch nie so gut gehalten mit diesem mit einem anderen Haarspray. Der Got to Be Sprühkleber. Ich bin einfach in love. Was ihr auch machen könnt, ist die Haare halten, sprühen und dann die Haare trotzdem noch etwas halten. So bleiben die dann in der Form, wie ihr sie gesprüht habt und haben ein bisschen mehr Volumen. Ich mag voll diese kleinen Härchen, die hier so rausgucken. Die richte ich dann immer ein bisschen. Ich fange mal an mit Foundation. Ich benutze die NARS Natural Radiant Longwear Foundation in der Farbe Barcelona. Guess what? Mein Akku ist leer gegangen von der Kamera und
Ja, deswegen musste ich die jetzt aufladen und ich dachte mir, okay, ich mache in der Zwischenzeit einfach meine Augenbrauen, weil ich habe meine Augenbrauen schon tausendmal gesehen, da hat sich einfach nichts verändert. Immer noch dieselbe Routine, immer noch dieselben Produkte. Ich habe, also ich kann euch nicht sagen, was ich benutzt habe, ich habe diesen Stift hier benutzt von Maybelline. Diesmal habe ich aber, okay, eine Sache hat sich verändert. Ich habe eine hellere Farbe genommen, es war Medium Brown. Weil es etwas aschiger ist und ich mag es, wenn meine Augenbrauen mehr aschiger sind. Und dann habe ich diesen Augenbrauen-Gel benutzt von Artego oder ich benutze einfach das Haarspray, was ihr gerade gesehen habt. Eins von beiden. Dann habe ich etwas leichten Concealer aufgetragen hier unten und das war's. Hier kommen wir jetzt endlich zum Make-up, weil es kommt mir schon so vor, als ob ich hier seit 3 Stunden sitze. Ich benutze immer noch die NARS Radiant Foundation. Love diese Foundation. Also wenn ich wirklich mich entscheiden könnte zwischen allen Foundations, die ich besitze oder je ausprobiert habe, dann ist es diese Foundation. Seit neuestem ist es in Deutschland um 16 Uhr schon dunkel. Meine Laune ist echt sehr wechselhaft, da das Wetter einfach so erniedrigend ist. Ich weiß nicht, meine Laune ist wirklich sehr, sehr wetterabhängig. Ja, ich wollte eigentlich tagsüber filmen mit natürlichem Licht, damit ihr mal das im natürlichen Licht einfach sieht. Aber ja, dann dachte ich mir, okay, aber ich gehe eigentlich erst abends wirklich so raus. Und es macht einfach keinen Sinn, sich schon ein paar Stunden vorher fertig zu machen. Also klar, das Make-up hält trotzdem. Aber der Vibe ist einfach nicht der richtige. Wenn ich abends rausgehe, dann muss ich mich abends fertig machen und nicht tagsüber und dann ein paar Stunden irgendwas anderes machen und dann rausgehen. Ich fühlte mich irgendwie, weil ich kann das irgendwie nicht. Okay, dann benutze ich den NARS Radiant Creamy Concealer. Das ist eigentlich genau dieselbe Formulation wie die Foundation. Vergisst nicht, wenn ihr Foundation aufträgt, auch unter euren Augen das aufzutragen. Klar, ich weiß, ihr trägt dann auch noch Concealer auf, aber bei manchen tritt halt so ein grauer Schatten auf und das liegt einfach daran, dass ihr direkt Concealer auf eure Haut rauf macht. Ich war vor kurzem beim Arzt und habe mir meine Blutwerte abchecken lassen, weil ich bin in letzter Zeit unnormal müde. Ich habe mich so, so müde gefühlt. Und das schon seit längerer Zeit, seit einigen Monaten. Also ich dachte halt, es liegt vielleicht daran, weil es kälter wird. Und meistens ist bei mir halt so, dass im Winter oder Herbst ich müder werde. Aber es ist so extrem, dass ich am liebsten jeden Tag schlafen würde. Und zwar den ganzen Tag. Kann ich aber halt nicht, weil meine Routine sieht halt zurzeit so aus, dass ich den Revolution Concealer in der Farbe C6. Boah, ich habe echt lange keine Make-up-Produkte mehr abgelesen. Ich bin so, wie heißt das Ding nochmal hier? Ja, also das ist ein hellerer Concealer auf jeden Fall. Und der dient einfach dazu, mich ein bisschen wacher aussehen zu lassen und zum Highlighten. Ich liebe es zu highlighten. Ach, das ist einfach so. So ein Wow-Effekt am Ende. Ich muss sagen, tagsüber mache ich das halt nicht, weil ich stehe auf und habe literally keine Zeit, mich zu schminken. Ich gehe halt oft einfach ungeschminkt raus. Aber wenn ich die Zeit finde, so wie jetzt, I fucking love it. Ich liebe es. Make-up ist wirklich wie Therapie. Wirklich. Ich setze mich hin und schminke mich und lasse mir einfach dabei so Zeit. Genau, ich war ja bei meiner Routine, die ich euch erzählen wollte. Also meine Routine sieht zurzeit so aus. Ich stehe auf, gehe zur Schule, komme um 3, also bin um 3 fertig. Dann gehe ich straight nach der Schule zum Sport. Ja, ich habe mir echt angewöhnt, nach der Schule zum Sport zu gehen. Das hätte ich früher niemals von mir erwartet. Aber ja, I'm doing it seit 2 Monaten oder so. Und boah, ich habe echt viele Pickel bekommen. Was ist denn los? Seit 2 Monaten ungefähr mache ich das und das ist so ein Game Changer, Leute. Sobald ich kann euch wirklich einen Tipp geben, ihr müsst mal einen Tag so durchleben, wie ihr ihn normalerweise durchlebt, aber versuchen, Sport zu integrieren. Bei mir war es so, ich weiß, ich kenne mich, wenn ich einmal zu Hause angekommen bin, kriegt mich
nicht mal Chris Brown raus aus der Wohnung, so, ich bin ehrlich. Wenn ich einmal zu Hause bin, dann bin ich zu Hause nach der Schule, weil ich tot bin. Ich benutze jetzt dieses Puder hier von Ben Nye, rosastichiges Puder. Dieses Baby benutze ich wirklich nur für unter die Augen, da das einen nochmal wacher aussehen lässt. Also rosanes Puder. Das trage ich natürlich alles mit einem feuchten Beauty Blender. Bitte niemals trockenen Beauty Blender benutzen, das ist eine fucking Sünde. Ich habe gerade gesagt, ich mache es nur unter die Augen, aber ich mache es auch ein bisschen hier am Kinn. Manchmal muss ich nachgehen, weil meine Augenbrauen sind so fein. So fein. Genau wie meine Haare, die sind so dünn und fein. Die haben gar keinen Halt. Das fuckt so ab. Okay, dann benutze ich die Palette. Ich kann es immer noch nicht aussprechen seit Jahren. I'm sorry, aber es ist von Anastasia Beverly Hills meine liebste Palette. Ich glaube, es gibt echt keine schönere Farbkombi als die. Ich fange mit den beiden hier an und gebe mir das möglichst außen auf, aufs Auge, weil die Stelle hier vorne bleibt hell. Ich benutze jetzt die Huda Beauty Nude Palette. So sieht das Prachtstück aus. Ich gehe in diesen Ton hier, so ein dunkles Braun, und trage das nur hier außen auf. Für ein bisschen mehr Definition gehe jetzt in die dunkelste Farbe von der Palette mit diesem kleinen Pinsel und ziehe mir einen Lidstrich. Ich bin jetzt hier etwas verrutscht, aber das ist null Problemo, das kriegen wir gleich wieder weg. Okay, ich gebe ein bisschen von der Farbe hier auf mein Auge, aber wirklich nur ein wenig, weil ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf ein bisschen herbstliches Make-up. Gehe dann in diese Farbe hier. Golden Ochre. Und das kommt dann hier vorne raus. Dann gehe ich nochmal die Palette von Huda Beauty in diesen Braunton und setze die Farbe hier oben an. Nicht zu viel. Wenn ihr zu viel habt, dann trägt die restliche Farbe aufs andere Auge auf. So wie ich das jetzt gerade mache. Okay, it's time for Eyeliner. Ich benutze den Essence Liquid Ink Eyeliner. Still my favorite. Die OGs wissen ganz genau, dass ich das seit Tag 1 benutze. Okay, also Eyeliner kann ich euch jetzt echt nicht erklären, deswegen ich werde dabei jetzt nicht reden, aber ihr werdet das sehen, wie ich das mache. Und malt es ruhig ein Ticken dicker, denn wir werden das gute Stück jetzt etwas verblenden. Das ist ein wasserfester Eyeliner, deswegen muss ich sehr schnell arbeiten. Ist mir ein bisschen zu weit nach außen, deswegen mache ich das ein bisschen weg. Aber egal, wir werden das danach nochmal sauber machen. Jetzt benutze ich diese Pomade von Anastasia Beverly Hills. Mit dem gleichen Pinsel, also dieser Pinsel ist der Star der Show. Also den braucht ihr safe ungefähr, aber den gibt es eigentlich so gut wie überall. Das ist so ein Standardpinsel. Damit werde ich den Eyeliner nochmal ausfüllen und intensivieren. Das Gute ist halt, dass die Pomade dunkelbraun ist und der Eyeliner schwarz. Das heißt, der Kontrast sieht nochmal ein bisschen geiler aus. Es sieht einfach so smoky aus. Blendet ruhig so viel ihr möchtet. Tragt auch nochmal nach, je nachdem, ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es so, wie es gerade ist. Okay, ich habe jetzt nochmal Eyeliner raufgemacht, genau wie am Anfang, damit es ein bisschen mehr dramatisch aussieht. Das ist immer ein Arm-Make-up. Jetzt kommt Mascara rauf und ich benutze die, wie heißt die, Sky High Mascara von Maybelline. Mein neues, also ich habe ja echt lange keine Wimper mehr getragen. Das ist wirklich so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt falsche Wimpern getragen habe. Boah, wenn ich meine alten Videos anschaue, was ich auf keinen Fall machen werde, weil die todescringe sind. Aber ja, dort hatte ich so lange Wimpern. Und ich war so, boah, geil, ich liebe lange Wimpern, ich kann niemals Mascara tragen, ne, Anti-Mascara, lalala. Aber jetzt, ich bin voll das Gegenteil geworden, ich trage literally nie falsche Wimpern. Aber guess what, wir werden Wimpern tragen. Ich habe das schon ausgemacht mit mir selber. Ich weiß nicht mal mehr, wie mein Wimpern klebt, glaube ich. Ich glaube, das letzte Set, was ich getragen habe, war das hier. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für Wimpern sind, welche Marke das ist, leider. Aber ich habe die in zwei Hälften geschnitten und werde halt die kürzeren Enden benutzen. Und nur halt aus dem Bereich von meinem Auge auftragen, also wirklich nicht innen. Davon bin ich immer noch kein Fan. Aber ich denke, abends ist das vollkommen okay, wenn man mal ein bisschen mehr Cat Eyes
haben möchte und den Look noch etwas mehr betonen will. Was ich immer früher gemacht habe, ist, wenn ich so Klebereste habe, die nicht abgehen, also wirklich, wenn es so richtig flache Klebereste sind, nehme ich immer ein bisschen Eyeliner und gehe dann damit rüber auf die Klebereste. Also klar, am besten ist natürlich immer, die Wimpern zu wechseln. Aber ich habe jetzt keine Zeit gehabt, mir neue zu holen. Deswegen mache ich jetzt Trick 17, Trick Zigeuner. Solange das trocknet, werde ich jetzt hier die Stelle etwas sauber machen. Dazu nehme ich wieder diesen Concealer, der heller ist als meine richtige Hautfarbe. Und ich habe jetzt zwar Puder drauf, aber ich habe gemerkt, bei dem Puder ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du nochmal drüber Concealer drauf machst. Wenn ihr es richtig definiert haben wollt, könnt ihr auch einen Pinsel benutzen und den entlang der Linie ziehen. Zum Haaransatz den Concealer ziehen, damit euer Gesicht snatchy ist. You know what I mean? Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Das Auge ist jetzt fertig und ihr seht, ich habe einen schwarzen Liner auf die Wasserlinie getan und die Form meines Auges geändert, und zwar mit diesem Eyeliner-Trick hier. Ist kein Trick, aber es ist einfach. Egal, ich zeige es euch jetzt. Und genau, ich habe noch ein bisschen meine unteren Wimpern getuscht, aber nicht gerade getuscht, sondern zur Seite getuscht. Ich habe einen Kajalstift benutzt. Der ist super, super schwarz. Ich empfehle euch, wenn ihr einen Kajal kauft, achtet darauf, dass er so eine cremige Konsistenz hat. Viele sind halt echt hart. Ja, er muss auf jeden Fall cremig sein, sodass man den schön aufs Auge raufgleiten lässt. Raufgleiten lässt? Bro, manchmal denke ich mir auch so, von wo holst du diese Wörter raus? Aber ja, damit ihr halt nicht tausendmal die Wasserlinie halt raufmalt, weil das nicht so optimal ist fürs Auge. Dadurch, dass er halt so weich ist, verblendet er sich ein wenig automatisch. Bei harten Kajals ist es so, dass sie sich nicht so gut verblenden lassen. Und damit gehe ich wirklich bis zum Ende meines Auges. Und am Ende auch darauf achten, dass ihr zum Eyeliner connectet. Und dann mache ich genau dasselbe oben. Lasst uns mal ein bisschen konturieren. Ich habe hier diesen Stift. Das ist eigentlich eine Foundation von MAC Revolution in der Farbe F14. Und ich konturiere nicht, oh shit, was ist das? Ja. Ich konturiere nicht so gerne, ehrlich gesagt. Und bei Tages-Make-up mache ich das überhaupt nicht. Ich sprühe nochmal meinen Pinsel an, damit der ein bisschen feuchter ist. Genau, also wenn ich ein Tages-Make-up schminke, dann konturiere ich gar nicht. Ich bin mehr so der Puder-Konturierer als Cream-Contour. Blenden, blenden, blenden. Das ist schon die halbe Miete beim Make-up. Und mit dem Rest dann die Nase ein wenig. Meine Nase konturiere ich auch so gut wie nie. Okay, dann geht es weiter mit Bronzer. Keine Sorge, ich werde es nochmal richtig verblenden, aber erstmal das Puder drauf. Ich benutze das OG Bronzer Puder von MAC, Give Me Sun. Ich glaube, die meisten von euch kennen es. Die meisten von euch lieben es und ich liebe es einfach auch. Es ist einfach so ein geiler Bronzer. Alles wirklich nochmal schön verblenden und auch mit dem Beauty Blender ruhig rübergehen. Jetzt benutze ich Puder für mein Gesicht und ich benutze von Laura Mercier das Puder. Das verblendet nochmal alles. Ich trage das jetzt einfach grob auf, weil ich benutze jetzt ein anderes Hilfsmittel, und zwar eine Puderquaste. Yep. Das, meine Freunde, ist der Schlüssel zum Blenden. Damit sieht einfach alles so aus wie ein Filter. Wow. Ich liebe es. Seht ihr, was ich meine? Einfach alles verschmolzen miteinander. Davor sah es aus wie so eine, keine Ahnung, Katastrophe. Glaub mir, Puderquasten verändern euer Leben. Euer Make-up-Game. Ich hoffe, meine Kamera ist noch aus. Bitte, halt das aus. Jetzt kommt nochmal Blush. Ich benutze immer noch die Revolution Palette. Und einen sehr weichen, cuten Pinsel. Ihr könnt einfach euren Favoriten-Blush benutzen. Mir ist aufgefallen, Blush mit sehr weichem Pinsel aufzutragen, ist viel besser als harte, eng gebundene Pinsel. Dann benutze ich den Blush von NARS in der Farbe Bumpy Ride. So eine cute Farbe. Meine Nase gebe ich noch den letzten Schliff. Ich benutze diesen Beauty Blender hier von Morphe. Der ist so abgeschrägt. Kennt ihr bestimmt. Habt ihr bestimmt auch zu Hause. Und der eignet sich sehr gut, um die Ecken, die Kanten hier
zu konturieren. Komm mit zur Lip-Combo. Ich lache gerade, weil dieser Lip-Liner macht mich so fertig. Der, ich benutze den wirklich bis zum Limit, Leute. Wirklich bis zum fucking Limit. Guck mal, wie süß der aussieht einfach. So richtig mini. Leute, wäre mir scheißegal, ich ihn schon längst verloren, weil er so klein ist. Aber ich liebe diese Farbe. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, einen neuen zu kaufen. Und deswegen, ja. Ich frage mich nur, wie lange zur Hölle kann ich ihn noch anspitzen. Das ist echt so lustig. Dann mache ich in der Mitte hier noch so, so einen Strich. Dann benutze ich den MAC Lippenstift in der Farbe Yesh. Ist ein richtig schöner Nude-Ton. MAC Lippenstifte sind einfach OG. Einfach OG. Es gibt einfach nichts Besseres, finde ich. Also sehr schwer. Sind einfach so cremig und so zart und lassen sich so easy verblenden und bleiben halt auch lange auf den Lippen. Dann kann das Puder auch schon weg. Ich muss nochmal meine Augenbrauen fixen, weil die machen wieder Faxen. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen mehr Blush, weil I'm the Blush Queen. Oh mein Gott, ich liebe Make-up so sehr. Jetzt muss ich nochmal ran. Also, das ist das fertige Make-up. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist einfach, das sieht einfach so sexy aus. Es sieht einfach richtig sexy aus. Okay, diese Dinger sehen jetzt nicht so sexy aus. Okay, ich werde jetzt nochmal das letzte Mal meine Kamera aufladen und mir in der Zwischenzeit ein Outfit aussuchen. Jo, eigentlich habe ich schon was im Kopf, aber ich gucke nochmal nach und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt sehr schnell mein Outfit, bevor meine Kamera ausgeht. Also ja, ich denke, das Oberteil bleibt so. Ich finde es eigentlich ganz cute so mit dem Outfit. Die Hose, das letzte Outfit. Ich, Mann, Alter, sorry. Warte, ich mach mal kurz die Kamera runter. Achso, und das sind die Schuhe dazu. Nike Air Max in dieser geilen Farbkombi. Oh, ja, also heute bin ich eher chillig unterwegs, weil ich gehe jetzt in einen Café und jetzt nicht so besonders irgendwie schick essen oder so. Deswegen habe ich eher Bock auf was Chilliges. Ich glaube, jetzt könnt ihr das... Ja, jetzt ist es viel besser. Genau, die Hose ist so geil. Die ist, guck mal bitte, wie baggy die sitzt, ne? Die ist von Shein. Ich liebe diese Hose. Sie ist einfach so fucking geil. Und sie ist halt echt mega, mega lang und passt zu den Schuhen und zum Oberteil und zu meinen Haaren. Ich zeige euch auch mein Parfüm. Baccarat Rouge. King Love It. Expensive as fuck und Mainstream as fuck. Aber dieser Duft ist einfach... Ich liebe es. Es ist mir scheißegal, ob es die ganze Welt trägt. Ich trage es auch, okay? Wir können alle den tragen, ohne dass es irgendwie schlecht geredet wird. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man überhaupt... Oh ja, Mainstream nennen, aber... Who cares, man? Solange man es selber... Oh, mein Auge. Ich meine, solange man den Duft feiert, ist doch scheißegal, ob es ihn jeder trägt. Und dazu trage ich meine Vintage Dior Tasche. Und sie ist so cute und sie passt sehr gut zu den Schuhen. Und hat halt auch rosa Töne. Letzte Outfit, Leute. Ich muss jetzt mich beeilen. Eine Jacke gibt es nicht. Spaß, doch, gibt es, aber sie würde mein Outfit zerstören. Deswegen müsste die Jacke jetzt nicht sehen. Ja, ansonsten habe ich halt diese kleinen... Oh ja, ich habe noch ein bisschen Puder drauf gemacht. Hat mir nicht so richtig gefallen, die Kontur. Aber jetzt ist sie gut. Also Schmuck trage ich gerade nur diese Ohrringe und... Die zwei Armbänder, die sieht man jetzt eh nicht, aber der ganze Schmuck ist von Anna Luisa. Sehr geile Seite. Ich verlinke sie euch auch. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es am Ende so hektisch ist, aber ja, es ist immer hektisch am Ende. Ja, falls das Video euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, falls ihr nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!